Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Wir machen uns heute eine ganz tolle bunte Lego-Torte. Ich habe mir so Silikonformer bestellt, so in Lego-Form, und da habe ich mir die Schokolade eingefärbt in Rot, Gelb, Grün und Blau. Also sie sind wirklich ganz super toll geworden. Die Silikonformer haben jetzt auch nicht viel gekostet und daher habe ich gedacht, probieren wir es einfach mal aus. Jetzt habe ich mir die Silikonform auch geholt. Also es gibt drei Stück. Also ich denke, es gibt auch bestimmt mehr, aber überwiegend, sage ich mal, wird angeboten drei Stück. Ich habe mir jetzt eine hellblaue und eine rote und ich glaube, es gibt noch eine dunkelblaue, aber wie gesagt, ich habe mich jetzt für die zwei entschieden. Wir machen uns jetzt einen Biskuitteig und zwar habe ich mir dann auch schon die Springform zurechtgelegt. In 20 cm bitte. Ja, und wir brauchen auch gar nicht so viele Zutaten. Und zwar habe ich hier 4 Eier. Wir brauchen 120 Gramm Zucker, 110 Gramm Mehl haben wir hier, 2 Teelöffel Backpulver, 2 Esslöffel, auf jeden Fall gut lauwarmes Wasser habe ich. Dann brauchen wir noch 60 Gramm Speisestärke und ich habe jetzt 2 Teelöffel Backkakao. Der ist ja nicht so dunkel und nicht so hell. Und den Gleichbiskuit habe ich jetzt auch schon mal gemacht für die Heidelbeertorte. Und wie gesagt, es geht eigentlich ganz einfach. Die Eier mit Zucker habe ich jetzt schon in der Rührschüssel. Da können wir auch die 2 Esslöffel gut warmes Wasser auf jeden Fall dazugeben und dann mal 10 Minuten lang rühren lassen. Die ganze trockene Zutaten, die können wir jetzt mischen. Backpulver habe ich jetzt auch schon drin, den Backkakao und dann können wir es durch ein Sieb geben und können es dann gerade ein bisschen drüber sieben. Den Teig, den haben wir jetzt eingefüllt, den Backofen habe ich jetzt hochgeheizt, 180 Grad Ober- und Unterhitze und das Ganze können wir jetzt für 25 Minuten backen. Den Biskuitboden haben wir jetzt rausgeholt, den können wir dann auch zur Seite stellen und ein bisschen abkühlen lassen. So, jetzt bereiten wir unsere Füllung vor. Ich habe mich dafür entschieden für Sahne, Mascarpone und Quark. Das ist ein die Kinder eigentlich ganz gerne und ich eigentlich auch. Jetzt nur Buttercreme möchte ich halt nicht, das ist eh schon zu viel Zucker und Farbe und genauso machen wir es. Ich habe jetzt 400 Milliliter Schlagsahne, die habe ich jetzt schon steif geschlagen mit 4 Teelöffel Sanapart. Dann brauche ich trotzdem nochmal 2 gute Esslöffel Zucker, aber das könnt ihr dann sehen, wie ihr das halt möchtet, wenn es euch gut so ist, von der Süße her. Dann nicht. So, jetzt habe ich hier zweimal Mascarpone, also das wäre 500 Gramm, das packe ich jetzt auch schon in eine Schüssel rein. Und ich habe 250 Gramm Quark, ihr könnt gerne Magerquark nehmen, aber ich habe jetzt 40% genommen, wenn schon. Frage vom Kameramann, kommt der Obst nein? Nein. Okay. Das haben wir jetzt erstmal in eine Schüssel, verrührt das jetzt erstmal ganz kurz und dann könnt ihr halt entscheiden, ob ihr ein bisschen Zucker reinhaben möchtet oder nicht. Ich habe den Zucker auf jeden Fall reingegeben, weil es viel, viel besser ist. Die meisten kennen es auch mit Puderzucker, da könnt ihr dann 60 Gramm Puderzucker reingeben, wenn euch das lieber ist, das ist auch gar kein Problem. So, und jetzt können wir die Sahne ganz kurz unterheben. Den Boden habe ich jetzt einmal durchgeschnitten, der ist auch hoch genug, also ihr könnt ihn auch zweimal durchschneiden, das ist jetzt auch kein Problem. Ich habe mir jetzt ein bisschen Kakao genommen, ich glaube so 5 Esslöffel, habe ein bisschen Kakaopulver reingemacht und können wir die Böden damit tränken. So, ich liebe diese Creme, weil sie auch wirklich schön, eine schöne Festigkeit hat, sagen wir es mal so rum. Und da können wir jetzt einen Teil schon mal da drauf bestreichen. Das Ganze haben wir jetzt bis oben schön verteilt. Auch am Rand habe ich es jetzt ein bisschen verteilt. Ich habe es jetzt 10 Minuten kurz im Kühlschrank, weil ich mir nicht sicher war, färbe ich den Rest ein oder färbe ich nicht ein. Aber ich habe mir den Rest jetzt eingefärbt. So ein bisschen in hellblau, weil es für den kleinen Lukas ist. Und da habe ich mir die Farbe von Wilton habe ich jetzt hier ein bisschen genommen. Also wirklich nur 1-2 Tropfen. Und das Hellblau können wir dann, das ist dann noch ein bisschen marmoriert, sage ich mal. Und das können wir dann auch jetzt noch ein bisschen verteilen. Muss auch gar nicht so perfekt sein. So sieht sie jetzt aus. Also ich finde die Farbe eigentlich ganz cool. So, und jetzt können wir unsere Schokolade nehmen. Ihr könnt es dann jetzt darauf verteilen, wie ihr halt möchtet. Ich habe jetzt 400 Gramm, glaube ich, hatte ich weiße Schokolade eingefärbt. Und das könnt ihr jetzt
verteile, so wie ihr möchtet. Die Lego-Torte, die ist jetzt fertig. Also der Aufwand ist wirklich richtig gelohnt. Gesundheit. Danke. Der Aufwand hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und der Anschnitt, den zeige ich euch wie immer später. Die kann jetzt auf jeden Fall mal für 2 Stunden in den Kühlschrank. Ich hoffe, der kleine Lukas freut sich. Und von mir herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Tschüssi Meise.